Toni will ans Meer. Ein Comic von Philipp Wächter. Kapitel 8. Die Rallye. Ein paar Tage später ging ich mit Luke zum Kids Club. Die machen heute so eine Sport- und Spaß-Rallye. Ich freute mich wie verrückt. Immer zwei Kinder müssen drei Aufgaben lösen. Die Sieger kriegen super Preise. Wir werden gewinnen. Team Toni und Luke, die Galaktischen. Am Treffpunkt. Willkommen zur heutigen Rallye. Diesmal werden die Teams gelost. Wir wollen, dass ihr euch alle ein bisschen besser kennenlernt. Oh nee. Voll gemein. Ich will mit Toni. Und ich will mit Luke. Ein paar Minuten später. Toni, bilde dein Team mit Henry. Oh nein, nicht Handy Henry. Henry war das einzige von uns Kindern, das schon ein eigenes Handy besaß. Hi Toni. Hey Henry. Und Henry sprach von nichts anderem. Ich hab so super Empfang. So, jedes Team darf sich jetzt seine Aufgaben ziehen. Wir hatten echt schwierige Aufgaben zu lösen. Scharfe zählen auf der Weide, neben dem Minigolfplatz, Bäckerin interviewen, Infos zur Kirche sammeln, uff. Meine Bildschirmdarstellung ist so krass. Aber Henry schien das alles nicht zu interessieren. Auf die Plätze, fertig, los. Und denk dran, für die Sieger war dein Tropical Sunset Becher in der Strandbar. Kennst du das Video mit den Babygiraffen? Henry, es geht los. Ich wollte die Rallye so gerne gewinnen. Henry, wenn wir jetzt loslegen, können wir es noch schaffen. Ah, SMS vom Papa. Komm jetzt! Jetzt wurde ich richtig sauer. Du hast es gar nicht verdient, so was Gutes wie ein Tropical Sunset Becher zu gewinnen. Henry konnte mir mal den Buckel runterrutschen. Aber jetzt wart doch mal. Du willst doch nicht ernsthaft die 1,875 Kilometer zu der doofen Schafswiese zu Fuß laufen. Denk doch mal ein bisschen moderner. Hör mal, wir müssen uns die ganze Mühe doch gar nicht machen. Die Aufgaben habe ich dir in 2 Minuten gelöst. Kurz darauf. Über meine Skyview-App kann ich die Wiese ansteuern. Warte, hier ist der Minigolfplatz, hier die Schafe. Also es sind 8 Schafe. Bitte notieren. Es war so einfach, auch die anderen Aufgaben waren in Windeseile beantwortet. Also, die Bäckerei wird betrieben von Ursula Müller. Sie ist 48 Jahre alt und ihre Hobbys sind... Hobbys wollen die hier gar nicht wissen. Henrys Handy wusste einfach alles. Die St. Johanneskirche hat 12 Treppenstufen, 4 große Fenster, einen Turm ohne Uhr und ist mintgrün gestrichen. Henry hatte recht, in 2 Minuten hatten wir unseren Bogen ausgefüllt. So, und jetzt holen wir unseren Siegergutschein und gehen schön Eis essen. Doch irgendwie hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen. Ich komme mir ein bisschen wie ein Betrüger vor. Wieso? Wir haben alle Fragen korrekt beantwortet. Wir überlegten, was wir nun tun sollten. Aber die haben sich das ja alles anders gedacht. Sie wollten, dass wir durch die Gegend flitzen und die Umgebung erkunden. So geben die uns bestimmt keinen Gutschein. Wir bräuchten Beweise, dass wir die Aufgaben so richtig gelöst haben, ohne Handy und so. Henry hatte eine Idee. Unsere Zeltnachbarn haben ein Baby, das liegt immer auf so einem Schaffell. Damit könnten wir... 5 Minuten später. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Also das Fell. Kurz darauf. Ich mache ein Selfie direkt vor dem Fell, so, dass man deinen Kopf nicht sieht. Das wirkt total echt, das merken die nie.
Was macht ihr da eigentlich? Wir arbeiteten weiter an unseren Beweisen. Bitte einfach ins Mikro sprechen. Ton läuft. Mein Name ist Ursula Müller und ich bin 48 Jahre alt und ich bin Bäckerin. Plötzlich hatten Henry und ich richtig viel Spaß zusammen. So, jetzt müssen wir nur noch eine überzeugende Kirche zaubern. Da hinten ist ein guter Platz. Und dann fingen wir an zu bauen. Ich lege erstmal ein solides Fundament an. Und ich kümmere mich um die Treppe. Wir schafften ein wahres Meisterwerk. Ich arbeite die Ziegel noch ein bisschen heraus. Ah, ich bin mit den Stufen noch nicht 100% zufrieden. Dann war es vollbracht. Faszinierend. Sieht exakt aus wie die St. Johanneskirche. Fertig. Zu guter Letzt machen wir noch ein paar schöne Fotos. Ich kann das Bild noch bearbeiten, dass alles noch realistischer und mintgrün aussieht. Und dann flitzen wir endlich zurück zum Kids Club, um unseren Gutschein abzuholen. Tony, Henry, da seid ihr ja endlich. Fertig, alles ausgefüllt. Und alles dokumentiert. Doch offensichtlich waren wir nicht die Ersten und hatten den Tropical Sunset Becher gar nicht gewonnen. Wo wart ihr denn so lange? Wir dachten schon, ihr kommt gar nicht mehr. Die anderen Kinder sind alle schon vor einer Stunde gekommen. Aber die Antworten sind alle korrekt. Echt? Auf dem Weg zurück zu unserem Zeltplatz kamen wir an der Strandbar vorbei. Hallo Luke. Hallo Toni, wir haben gewonnen. Natürlich durften wir mitessen. Wir waren nach 2 Minuten fertig, aber dann ging es erst richtig los. Toni, das hat so Spaß gemacht. Saulecker. Eure Kirche sieht super aus. Ende. Das war das Kapitel Die Rallye aus dem Buch Toni will ans Meer von Philipp Wächter, erschienen im Verlag Belz und Gilberg. Gesprochen von Moni Port, Philipp Wächter und Johann Wächter.